Es ist nicht üblich, sich einzumischen, wenn man unangemessenes Verhalten bei anderen beobachtet. Leben und leben lassen. Das heißt, du lässt mich in Ruhe und ich lasse dich in Ruhe. Die Propheten wurden aber gerade deswegen entsandt, um dieses Verhalten zu korrigieren. Leben und leben lassen gab es für sie nicht, denn es hätte bedeutet, dass sie zusehen, wie ihr Volk ihren Weg zur Hölle ebnet. Die Aufgabe der Propheten bestand also darin, die Menschen durch die göttliche Führung ins Paradies zu leiten, indem sie ihnen das rechte Verhalten lehrten. Deshalb ermahnt uns Allah subhanahu wa ta'ala mit den Worten: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen entsandt wurde. Ihr gebietet das Rechte und prangert das Unrecht an und ihr glaubt an Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns durch eben diese Eigenschaft vor allen anderen Völkern ausgezeichnet. Wenn uns diese Eigenschaft fehlt, sind wir dann noch die Gemeinschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran lobt? Wer, wenn nicht wir, welche die Unterscheidung zwischen dem Richtigen und dem Falschen, dem Guten und den Schlechten kennen, kann die Menschen zur Rechtleitung führen? Wir Muslime sind durch die Gnade Allahs dazu in der Lage, die Menschen von der Anbetung ihrer eigenen Bedürfnisse und der Knechtschaft durch andere hin zur Anbetung Allahs des Erhabenen zu leiten. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Verantwortung auferlegt, denn du kennst die Rechtleitung, während andere Menschen in der Finsternis umherlaufen. Über deine persönliche Verantwortung hinaus fordert Allah subhanahu wa ta'ala uns als Gemeinschaft dazu auf. Er subhanahu wa ta'ala sagt: Und aus euch soll eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft und das gebietet, was rechtens ist, und das Unrecht verbietet, und dies sind die Erfolgreichen. So gebietet Allah den Muslimen, dass aus ihnen selbst eine Gruppe entsteht, die sich dafür einsetzt, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu untersagen. Jeder einzelne Muslim ist aber sehr begrenzt, das Gute durchzusetzen und das Schlechte wirklich zu unterbinden. Für diese Aufgabe sieht der Islam nämlich vor, dass es einen Führer gibt, unter dem sich die Muslime vereinen. Die Macht der Muslime bündelt sich bei ihm und durch ihn gebieten die Muslime das, was rechtens ist auf der Welt, und verbieten das Unrecht. Dieser Mann ist der Kalif, der Sultan und Imam der Muslime. Heute fehlt uns dieser Kalif und wir sehen die Konsequenzen dessen in der ganzen islamischen Welt. Der Kalif besitzt aufgrund der Macht, die er durch die Muslime erhält, die nötigen Druckmittel, um andere Länder dazu zu zwingen, sich an Recht und Ordnung zu halten. Er unterbindet Ausbeutung, Korruption und Mord. Andere Herrscher sind dazu nicht in der Lage. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und wenn ihnen gesagt wird, stiftet kein Unheil auf der Erde, so sagen sie: Wir sind doch die, die Gutes tun. Genau das bekommen wir doch zu hören, wenn auf der Welt ein Unheil passiert. Die moderne, zivilisierte Welt tut so, als würde sie den Menschen helfen wollen. Doch das, was wir in Wirklichkeit sehen, ist, dass egal wo sie auftauchen, die Bevölkerung leidet und ausgebeutet wird. Dabei sind doch eben sie die Unheilstifter, nur merken sie nicht. Viele Nachrichten erreichen uns, in denen gefragt wird, wann die Hilfe Allahs kommt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns den Plan der Erlangung seiner Hilfe bereits mitgeteilt. Doch wir müssen auch dafür tätig werden. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Entweder gebietet ihr das Gute und sorgt dafür, dass das Schlechte vermieden wird, oder Allah bestraft euch. Wenn das geschieht, beginnt ihr zu beten, aber eure Bittgebete werden nicht erhört.